Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Staffel, kann man sagen, von Sprite Seeing hier auf gregs-abgeben.de, der Reihe, wo ich coole alte Games für euch nochmal durchzocke. Ich hatte ja längere Zeit nicht mehr die Gelegenheit, das zu machen, habe eh noch ein bisschen Sachen aufzuholen. Ich muss noch das, was aufzeichnungstechnisch vor einiger Zeit schiefgelaufen ist bei Persona 5, noch gucken, ob ich das einigermaßen gerade biegen kann, um zumindest das Let's Play für euch zu beenden. Aber ich habe gerade Urlaub und ich will nicht nur die Zeit damit verbringen, alte technische Sachen nochmal wieder gerade zu biegen und euch das dann alles zu präsentieren, sondern ich wollte auch mal wieder ein bisschen was retromäßig zocken und warum nicht einen meiner absoluten Lieblingsklassiker, nämlich Gargoyle's Quest Ghosts and Goblins im Titelscreen, ausgeführt auf dem Nintendo Game Boy. Einer meiner absoluten Klassiker habe ich als Kind damals besessen auf dem Game Boy. Viele, viele Stunden, die ich in der Schule hätte lernen sollen, habe ich damit verbracht, Gargoyle's Quest zu spielen. Das war wirklich eines meiner Lieblingsgames, da es nicht nur aus der Ghosts and Goblins Serie entstammt, nur dass man hier den Bösewicht Red Arima oder auch bekannt als Firebrand gespielt hat in der Welt der Ghule und Gargoyles, der sich gegen andere Dämonenkönige wehren muss, sondern es hat auch so einen leichten Metroid-Action-RPG-Touch und Kollege Simon und ich haben nochmal über die Reihe fabuliert im Retro-Club zuletzt und dazu noch, wenn ich schaffe, das noch, mich noch dran zu erinnern, wird es unten nochmal verlinkt sein in der Beschreibung, ich habe das Sequel nach dem Sequel, nämlich den dritten Teil der Serie Demon's Crest auf dem Super Nintendo hier auch gesprite-seed. Aber das war schon ein paar Jahre her. Wir drücken mal auf Start, ich werde ein kleines bisschen erzählen, das Spiel sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Eine unbekannte Armee hat uns angegriffen. Der König wurde... Ja, ich kann mir schon ein bisschen denken, was passiert, aber das fand ich mal lustig am Anfang. Kommen mir mal die Messenger und kratzen nacheinander ab. Sie sind sehr stark. Firebrand, kehre zurück zu deiner Welt, zu The Realm. Ich glaube, die Welt des Bösen oder sowas, wo wir eigentlich... Die Welt der Dämonen, wo wir unterwegs sind. Beeile dich, bevor sie das Dimensionsportal schließen, was hierhin führt. Ja, untersteuere ich den Firebrand hier. Wir spielen das momentan mit meiner Retrobox. Dementsprechend seht ihr ein bisschen mehr Farben, als es eigentlich welche gewesen wären. Ich habe hier Dragon Quest-mäßig ein Menü, was ich zum Benutzen, mir mein Level checken sozusagen. Also so richtig gelevelt bin ich natürlich noch nicht, aber es wird hoffentlich noch passieren, wo ich mir das angucken kann. Ich kann hier noch, warte mal, auf dem Boden prüfen und so weiter. Es gibt so Abschnitte, die man dann RPG-mäßig machen muss, aber gemischt ist das eben mit Sidescrolling-Sachen, die mich so ein bisschen an Wonderboy oder Metroid erinnert haben. So, dann gucken wir mal, wie wir vernünftig hier zurechtkommen. Firebrand, schön groß gezeichnet für ein Sprite der damaligen Zeit. Das Besondere, was er machen konnte, momentan habe ich zwar nicht so viel Wing-Energie, aber mit einem zweiten Sprung in der Luft kann ich quasi schweben für eine Zeit lang. Ihr seht, unten funktioniert das so, dass ja, diese Leiste, die man natürlich, wenn ich mich recht erinnere, noch weiter später erweitern kann, um weiter zu schweben, geht entsprechend runter, aber das ermöglicht mir viele, viele Gameplay-Sachen, die ich machen kann. Ich habe momentan nur einen sehr einfachen Schuss, den ich dazu benutzen kann, eben normale Gegner zu besiegen und ich habe die Möglichkeit, da Gargoyles das hier gerne machen, sich an Vorsprüngen wegzuhalten und ich muss hier zum Beispiel gucken, dass ich wirklich den perfekten Winkel treffe, um die Gegner zu besiegen. Wenn die Gegner einmal aus dem Bildausschnitt sind, dann respawnen sie wieder. Hier habe ich gerade Glück gehabt, sonst wäre gleich diese Flamme wieder respawned. Was ich gerade eingesammelt habe, ist ein sogenannter Vial, ein Behältnis, ein Gefäß, was wohl ja hier eine ziemlich große Wichtigkeit hat. Ich weiß nicht, ob es genau gleichzusetzen ist mit Experience, aber ich kann mich erinnern, dass ich relativ viele davon sammeln musste, um entsprechend mich später hochzuleveln. Und ihr habt es gesehen, ja, der Geist war gerade außerhalb des Bildes. Dementsprechend musste ich ihn nochmal killen hier. Und ja, das war ein wirklich recht eigenständiges Ding. Es ist ein sehr frühes Gameboy-Game gewesen. Also einer der frühesten Titel, die vorher hauptsächlich irgendwie Ports oder Umsetzungen von Arcade-Sachen gewesen sind. Dem war hier nicht so, sondern Capcom hat richtig ein eigenständiges Game draus gemacht. Und ich muss hier ein bisschen achten. Durch die Größe von Firebrand, der hat auch entsprechend, wie man es so schön nennt, eine große Hitbox. Das heißt, viel kann mich hauen, viel kann mich killen. Der Anfang hier ist noch ein bisschen verzeihlicher. So, ich will mal gucken, wie ich das vernünftig mache. Okay, das war nicht so klug. Oh Gott, das war nicht so klug. Weil jetzt nur noch ein Hit und dann bin ich tot. Aber ich wollte dieses gottverdammte Vial haben.
Lass mich mal auf. Hier oben wäre es ein bisschen sicherer gewesen. Oh Gott. Okay, hier hat es gereift. Diese Fledermäuse machen mich ein klein bisschen fertig. Der Treibsand da unten, in den kann ich versinken, aber ich glaube, der killt mich nicht unbedingt. Ja, ich muss ein bisschen hier aufpassen, wirklich das Ding schwierigkeitsgradmäßig. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist wie vergleichbare Ghost and Goblin Spiele jetzt nach der ganzen Zeit. Ich weiß, als Kind habe ich zumindest doch einigermaßen dran geknapst. So. Oh, okay. So. Oh, das war jetzt knapp, das war jetzt knapp. Ich kann mich erinnern, hier war noch ein Herz, ne? Ja. Okay, jetzt bin ich wieder geheilt. Jetzt darf ich gucken, dass ich nicht meine Energie nochmal verliere, weil es ist Boss-Time. So viel weiß ich noch, wo ich es vor kurzer Zeit ausprobiert habe für den Retro-Club. Und da ist er. Okay, muss mal gucken, von wo der kommt. Wo bist du? Okay, das war nicht so klug. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder anfangen muss. Oh nein! Er hat mich abgelenkt. Der dumme Sack hat mich abgelenkt. Ich will mal gucken, wo mich das Spiel rausschmeißt. Okay, nicht ganz am Anfang. Aber ich sollte wirklich Vorsicht walten lassen. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass ich gut durchkomme jetzt hier gerade. Und es hier nicht so passiert. So, und hier, guck mal, er zeigt, ich habe 10 Vials eingesammelt und ich habe 0 Leben mehr. Holy shit. Okay, das müssen wir jetzt schaffen. Okay, oh shit. Oh shit, Frau Schmidt. Das wird knifflig jetzt. Okay. Okay, den habe ich gekriegt. Dann kann ich das Vial von da oben noch holen. Das eine Herz sollten wir noch kriegen, ne? Das hatten wir ja auch da unten. Und schon setzt mich das hier wieder zurück. Ja, vielleicht war es doch nicht so easy. Eine Durchspielzeit wird angegeben, wenn man sich mal umschaut auf den gängigen Durchspielzeitenseiten. Es gibt ja solche Webseiten wie How Long to Beat, wo dann ungefähre Zeiten genannt werden, wie lange man es braucht, um ein Spiel durchzuzocken. Das wird hier mit 3 bis 4 Stunden beziffert. Ein bisschen bezweifle ich es fast, dass ich diese 3 bis 4 Stunden schaffe. Aber lass uns mal aufs Beste hoffen, ne? Oh nein. Oh. Okay. Das ging dann doch besser, als ich erhofft habe. Dann auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen und dann... Okay. Durch das Flickern wird es nicht unbedingt leichter, die Gegner zu ermitteln. Okay, komm, komm, komm. Ah, und ich habe ihn gekriegt. Schön. Ah, das war knapp. Fast wäre ich da weggejoint. Hätte mich weggehauen, aber wir haben es durch das Dimensionsportal geschafft und wir haben die Welt der Ghule erreicht. Okay, der nächste Abschnitt ist erstmal Top-Down-mäßig. Es gibt hier Random Encounter, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb muss ich aufpassen. Wahrscheinlich alle paar Schritte kommt dann ein Encounter und will mir was Böses. Die hier als Side-Scrolling kleine Mini-Level aufgebaut sind. Eigentlich, was ich hier machen muss, ist, die Gegner dementsprechend zu besiegen. Und schon kommt der Sieg-Jingle, den wir noch hoffentlich relativ häufig hören werden. Und es werden entsprechend diese Vials verteilt, diese Flakons. Manche Gegner sind ja auch zu sehen, die versperren den Weg dann freiwillig, mit dem muss ich mal ein bisschen reden. Wer bist du denn? Du wirst hier nicht die Ecke verlassen. Ja, und die meisten solchen Sachen drehen sich darum, dass ich eben alle Gegner besiege, die hier zu sehen sind.
Die wiederholen sich einigermaßen häufig, würde ich sagen. Okay, das war nicht gut. Na gut, jetzt immerhin geschafft. Ich weiß nicht, meine Energie müsste, glaube ich, wieder aufgeladen werden. Das gilt nur für den einzelnen Encounter, wie viel ich hier habe. Auf jeden Fall, ja, je nach Gegner werden sich so die Encounter mal wiederholen. Es wird sich mal ein bisschen doppeln und dreifachen. Und wenn wir noch mal häufiger haben, der müsste wahrscheinlich relativ ähnlich sein. Der sagt sogar das gleiche hier. Aber ihr müsst auch bedenken, es ist ein sehr, sehr frühes Gameboy-Spiel. Schön für die damalige Zeit war eben neben der echt hübschen Optik, die dazu gekommen ist, Sound, spielbar war es eben auch einigermaßen gut so. Seht ihr? Und dann haben wir das ja auch geschafft. Diese Mischung aus, ja, Jump'n'Run, Action, durchaus kniffligen Aufgaben, die einem gestellt werden, aber auch RPG-Zelda-mäßige Elemente, die noch aufleveln mit reingebracht haben und kleine Story-Abschnitte. Da oben, ihr seht eine Stadt, ne? Und da ist ein richtiger Random Encounter, der nochmal dazwischen kommt. Das war cool. Ja, absolut. Das hat, weil ich, oder ja, ihr seht ja, was für eine Art von Spielen ich mag. Es war eben auch wirklich meine Kragenweite. Und ja, das ist das, was ich erreichen wollte. In der Luft sein, so wie bei Mega Man am Ende des Levels, ne, wenn man das geschafft hat. Es war wirklich genau meine Kragenweite und ich weiß eben wirklich noch, wie ich als kleiner Pimpf sehr, sehr viel Zeit darin investiert habe. Okay, wir sind in der ersten Stadt angekommen. Hallo, mein Freund. Mit dem Talisman des Zyklons kann ein beschädigter Körper wiederbelebt werden. Okay? Wenn du die Essenz des Soul Stream, des Seelenstroms irgendwo im Reich hier findest, dann können die Verwundeten wieder geheilt werden. Alright. Was hast du zu sagen? Firebrand, du hast es endlich geschafft. Ja, schön, dass du dich freust. Was gibt's hier im Haus? Da ist auch ein Zombie. Ein Ghoul, Entschuldigung. Wir Ghule können wiederbelebt werden, indem man den Wiederbelebungsspruch spell. Ah, okay. Das ist mein Abspeichern hier. Zum Glück, da ich das als Video aufnehme, ist es relativ egal, dass ich mir nichts aufschreiben brauche, aber so wird es sein. Ich werde zwar von meiner Retro-Box die Quicksave-Funktion benutzen und hoffentlich nicht die Passwörter aufschreiben müssen, aber wir werden dann nochmal zurückkehren können. I tell you the words of the spell. Never forget them. Ja. Kein batteriegestützter Speicher, sondern achtstellige Passwörter, die einen auch hier reinbringen. Guck mal, ein anderer Typ hier. Jak ist gesegnet mit dem zweiten Gesicht. Ja, suche seinen Rat. Ich schätze mal, dieser Jak wohnt hier. Bist du Jak? Oh, du kannst 8 Vials für einen Talisman austauschen. Talisman ist die Klons. Ja, mache ich mal. Mehr als das, das würde echt gierig sein. Okay, habe ich das jetzt? Level. Okay, ich habe einen Talisman und 16 Vials. War Talisman jetzt. Waren das meine Leben? Das kann es durchaus sein, dass ich jetzt 8 von den Vials gegen extra Leben eingetauscht habe. Was durchaus nützlich war, natürlich das zu machen. Hallo? Schwarzes Licht. Sogar ein Wiederbelebungsspruch kann dir nicht helfen, wenn du von seiner Dunkelheit berührt wirst. Vom schwarzen Licht getroffen wirst. Ich finde es auch geil, wie die Ghule, wenn sie nach links und rechts laufen, die können ja nur mit den Armen nach oben, ne? Michael Jackson-Style. So. Die meisten von uns wurden besiegt. Einige, die wiederbelebt wurden, verstecken sich hier. Das ist nice. So, das ist. Guck mal, das ist Boss Power. Und? Check. Obtain, ein Vial haben wir gefunden. Das brauchen wir uns nicht so holen. Das ist der Raum vom Baron Jark. Jark. Guck mal, sieht ein bisschen aus wie der Endboss aus Ghosts and Goblins. Einer der Endbosse, ne? Ich bin Jark, sagen wir mal. Ich befürchte, ich kann dir nicht helfen. Ohne meinen Gremlin Stick sind meine Kräfte sehr limitiert. Wenn ich doch nur meinen Gremlin Stick zurückhaben würde. Yes, ich mach das. Was du machst, ist großartig. Das ist der Fingernagel des Geistes. Wenn du ihn hast, dann wirst du da wirst du leichter werden und du wirst höher fliegen können. Okay, das können wir uns mal. Wir haben den Fingernail of the Spectre bekommen.
Ah, und guck mal, da, Item Fingernail ist da, aber meine Jump-Fähigkeit ist jetzt 2 geworden von 1. Das heißt, ich kann in den Side-Scroller-Parts höher springen, was mich, glaube ich, befähigen wird, dass ich einen Part überwinden kann, der vorher ohne diesen Fingernail nicht möglich wäre. Als sie angegriffen wurden, hat der Baron Jark seinen Gremlin-Stick verloren, der ihm gegeben wurde von König Darkoran. Oh nein, ausgerechnet der. Okay, dann haben wir, glaube ich, mit allen geredet. Mit dem da hinten auch? Ja, ne? Oder? Hatten wir mit dir geredet? Doch, hatte ich. Ich spare mir das mal. Ich kann hier nichts finden. Was war hier noch? Use, ne? Use Level Check. Sehr, sehr klassisch. Okay. Und gleich ein Random Encounter. Ein anderer Random Encounter. Aber man sieht, ich kann schon wesentlich höher springen. Komm mal hoch, komm mal hoch. So. Okay, was noch mehr? Ah, okay, jetzt. Ihr habt schon gesehen, wie höher ich springen kann. Ich schätze, diese Encounter-Art ist noch freigeschaltet worden, weil ohne ganz hoch zu springen würde ich die so gut wie gar nicht schaffen können. Das fühlt sich schon sehr angenehm an, dass man jetzt schon höher springen kann. Hilf mir, du bist nicht einer von denen, oder? Ich habe so viel Angst gehabt. Unsere Angreifer sind nach Osten gegangen. Guck mal, du bist direkt neben dem Dorf, mein Freund. Egal, die Geistis hauen wir hier noch weg. Ach, das ist schön. Sowas macht Spaß. I like this. Wahrscheinlich werde ich dieses Spiel verfluchen nachher. So, und in der Luft. Ja, guck mal, wie hoch ich auch gesprungen bin. Ich werde es wahrscheinlich verfluchen, weil es doch schwerer wird, als ich denke. Aber, ey, genau das ist es, was mir Spaß macht. Ein Ball wieder zurückbekommen. Ich glaube, es müsste eine Version davon in einer der Handheld Virtual Consoles gegeben haben. 3DS, möchte ich sagen, dass ich es für ein paar Euro bekommen könnte. Ich habe hier zum Glück noch mein altes Modul. So, da hoch komme ich nicht. Ich glaube, das war jetzt hier das Ding, dass ich diesen höheren Sprung brauche, weil ich ansonsten eben nicht über die Brücke komme, ohne den Fingernagel. Guck mal, schaut euch das an, ne? Das hilft mir schon enormst. Okay, und ja, mit dem höheren Sprung, das war ganz knapp hier geschafft. Wahrscheinlich, wenn ich die berühre, schätze ich mal, ist Insta-Death. Und ich habe die Brücke geschafft. Ohne den Fingernagel wäre das nicht möglich. Okay, da nehmen wir die Vial da unten und es ist ein Einzelner hier, ne? Ah, wieso tauche ich denn da auf? Was ist denn das für eine Ficke? Was ist denn das für ein Dreck? Ich dachte, ich tauche in der Mitte des Levels auf, aber nein. Ich tauche am Rand auf. Scheiße. Das wollte ich natürlich nicht, das war jetzt unnötig Energie verloren. Das lässt mich auch gleich so panisch wirken, verdammt nochmal. Noch ein Weil bekommen und gleich gibt es noch einen dazu. Ein Talisman des Zyklons bekommen. Sollte man Quicksave machen, oder? Sicher ist sicher. Also, es ist zwar im Osten, aber ich rede mal mit dem hier oben. Hier ist der Palast von Darkoan. Aber er lässt mich nicht vorbei. Nothing to use. Okay, das heißt, ich muss wohl erstmal diese Sache im Osten klären. So. Treffe ich den? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Guck mal, guck mal. Es dauert ein paar Sekunden, wo ich den gekillt habe, dass der Level vorbei ist, also nicht instant. Sodass mich der Dreck noch umbringen könnte zur Not. Ja, wir machen das erstmal im Osten. Was ist da mein Freund? Der Gremlin Stick? This is my Magic Stick. Du bist doch ein dummer Handlanger von diesem Baron. Ich habe diesen Stick wegversiegelt. Bei dem großen Turmmonster. Okay. Ich schätze mal, der große Turm ist die Location, die wir da auf der rechten Seite hatten. So eine echt schöne Metroidvania-mäßige Progression.
Dadurch, dass du rollenspielmäßig auch die höheren Jumps bekommst und die längere Flugpower und die ganzen anderen Schüsse. Ach nee, da ist der Turm. Okay. Oh, aber ein Encounter vorher noch. Ich werde das so machen, Leute, dass ich meinen Save sozusagen am Anfang des Turms hier mache, des Levels. Weil wenn ich mich recht entsinne, wenn ich abkratze, dann haut er mich wieder ins Dorf da unten raus. Dann müsste ich eigentlich den Weg hierhin nochmal machen. Aber dann müsste ich durchs Menü den Stuff hier nochmal eintippen. Ich glaube, das ist im Sinne der Zeitersparnis, weil spielerisch bringt mir das nicht extra mehr. Es ist nur ein bisschen Zeit, die eingespart wird. Werde ich hier meinen Save einmal machen. Falls ich hier abkratzen sollte, dass ich wieder direkt hier anfangen kann. Das werden wir mal sehen. Ich hoffe, dass uns da das moderne weiterhilft. Leider zu der damaligen Zeit noch kein klassisches Save-System. Ach, wie fies. Guck mal, ne? Wenn ich die hier weghaue, schon wird es hier ein bisschen schwieriger. Das sind diese komischen Pilzbäume. Und noch das meiste. Wow! Ficker. Ah, und es sind nicht nur Bienen, sondern so Bienenbäume. Das traue ich mich nicht nach. Soll ich hier rechts gucken oder oben? Ach du verdammte Drecksau. Okay, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Das wird ein bisschen heftiger hier. Ich glaube nicht, dass ich das im ersten Durchgang schaffe, ganz ehrlich. Das glaube ich nicht. Ich habe es als Kind durchgespielt, das heißt, es kann nicht so ultra schwer sein. Aber vielleicht irre ich mich auch. So, noch ein Vial bekommen. Ah, und die kenne ich. Da kann ich mich dranhaken. Oh nein! Ich Vollidiot! Okay, mal sehen, wo jummelt er mich raus. Ich hatte ja noch ein extra Leben, ne? 32 Vials. Ein Leben habe ich hier. Ich mache es eben bis zum Game Over, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich die Vials dann auch behalte. Ich gucke jetzt erstmal aber auf der rechten Seite. Und wir gucken da mal, ob es da vielleicht was Cooles gab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, immerhin flopsen die so weg. Oh, ein extra Leben gibt's hier. Oh nein, aber ich komme nicht ran. Ficker. Ich komme nicht ans extra Leben ran. Ich komme nicht ans extra Leben ran, ey. Das ist wahrscheinlich, ich muss die Runde machen, ne? Ich muss mich dann entscheiden, zum extra Leben wieder zurückzukehren. Oh. Oh, Mann, 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 Mann. Das wird wirklich knifflig. Okay, aber wir wissen, dass da drüben ein Extra-Leben ist. Das heißt, ich könnte mich theoretisch runterfallen lassen, um das Extra-Leben zu nehmen. Nur lohnt es sich, das Extra-Leben sich zu greifen, wenn man so weit unten ist. Dann wieder. So. Hier warten. Oh nein! Und ich dachte, ich kann da warten. Scheiße! Scheiße, schon wieder unnötig Energie verloren, ey. Komm, es ist bald zurück. Falls ich gleich nochmal abkratzen sollte, kann ich ja mal schauen. 38 Vials habe ich. Okay. Oh Gott, ich hoffe, der bewegt sich weit genug.
Okay. Alright, ich habe das extra Leben bekommen, aber. Oh, okay, ich wollte nur kurz gucken. Ja. Das war jetzt. Ich verstehe das nicht ganz. Nein! Insta-Kill, was? Jetzt, wo ich das extra Leben gerade hatte? Oh ja, ich hatte ja nur noch eins. Aber wo ist der Weg dann? Where is the way? Was soll denn das? Okay, jetzt können wir das ja ein bisschen vorsichtiger machen. Dann verzichte ich auf das extra Leben nochmal, falls es überhaupt nochmal auftaucht. Lass mich mal schauen. Da ein Leben habe ich, 42 Vials. Die sind ein bisschen wichtiger, die Vials, statt das extra Leben. Oh, und da haben wir schon ein bisschen Slowdown. Etwas Slowdown. So, komm mal her, komm mal her. Oh, diese verdammte Kackbiene, ey. Nur mal sicher gehen. Ich glaube, hier muss ich einfach hier warten, anstatt weiter nach vorne. Alles klärchen im Pupärchen. So, es ist ein Tower. Das heißt, ich muss. Kann ich. Ist das eine Tür? Nein. Ne? Ich muss hier also weiter hoch. Hier irgendwo was? Ah, okay. Das war dumm von mir, dass ich da wieder runtergefallen bin. Ah. Oh, nee, nee, nee. Lass mal. Ich will es nicht riskieren. Okay, Gegner, Gegner, Gegner. Stimmt. Vorsichtig. Augen, die Augen kommen bestimmt bei sowas. Alrighty. Auch wenn die. Alter, was ist das? Auch wenn die Ghost and Goblin Spiele natürlich schwer sind und auch der Stuff, den wir hier machen, die haben irgendwie eine spezielle Faszination auf mich. Die spiele ich immer wieder ganz gerne, muss ich sagen. Okay. Den haben wir gekriegt. Okay. Das Weil kriegen wir. So, das wird knifflig. Mal gucken. Oh Gott. Oh, das Ding hat mich weggequetscht. Habt ihr das gesehen? Oh, ist das fies. Oh nein, du Fickmeister. Oh Gott, muss ich wieder ganz von vorne anfangen? Nee, ich muss nicht von vorne anfangen. Das heißt aber null Leben. Oh, ficky fick. Okay, die brauchen zwei. Die brauchen zwei. Die brauchen zwei, immer. Wow, das war super Glück gerade. Das war super Luck. Okay. Verzichten wir auf das Weil. Hier oben war ich noch nicht, ne? Oh, das macht mir Angst.
Oh nein. Ist auch mein Timer noch abgelaufen für die heutige Folge? Oh Gott. Okay, den da oben habe ich. Gott. Okay. Okay. Oh, war's das? Yes! Yes, du Fickmeister! Wow! Alter Verwalter, war das knapp. Und jetzt? Ah, die Tür ist offen. Okay, ich akzeptiere das. Du hast den Gremlin-Stick bekommen. Leute, also eine unglaubliche Kraft baut sich in deinem Körper auf. Du hast die Kraft des Blockbuster. Ja, das ist geil. Wir haben den Blockbuster bekommen. Und Leute, ich würde sagen, wir haben einen guten Ausstiegspunkt gefunden. Dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann Gargoyles kösten wir ein kleines bisschen weiter. Bis dann. Tschüss.